bin Carina, bin 23 Jahre und bin jetzt seit anderthalb Jahren hier im Club. Und ja, zum Golf gekommen bin ich eigentlich durch meine Familie, durch meine Eltern, weil sie eben auch gutes Golf spielen und haben mich dann auch immer mitgenommen. Dementsprechend bin ich dann auch dabei geblieben. Und ja, das ist jetzt schon knapp 12 Jahre her, glaube ich, oder sogar mehr. Ja, und es macht einfach Spaß. ja, Turniere habe ich schon viele gespielt. Ich habe am Anfang so normale Clubturniere mitgespielt, über AK-Turniere als Jugendliche. Und dann bin ich natürlich auch in die Mannschaften reingekommen. Deswegen war es mir auch in jedem Club, in dem ich war, wichtig, in eine Mannschaft reinzukommen und da eben auch den Club zu unterstützen. Sei es am Anfang durch die Jugendmannschaft und dann in der Damenmannschaft. Und auch vor anderthalb Jahren, als ich dann hier nach Ulm gekommen bin für Studium und Arbeit, war es mir wichtig, auch hier im Club eben die Mannschaft zu unterstützen. Und ja, im Prinzip bin ich schon am ersten Tag, an dem ich hier bloß einmal trainieren wollte, da reingerutscht und habe mich mit jemandem aus der Herrenmannschaft unterhalten, der dann direkt meine Nummer weitergegeben hat an die Damenkapitänin. Und dann zwei Wochen später war ich beim ersten Training dabei und bin hier geblieben. Und genau. Also es sieht so aus, in der Saison trainieren wir eigentlich mindestens einmal die Woche, wenn nicht sogar zweimal. Meistens mit den Damen alleine, aber auch hin und wieder mit den Herren zusammen, was dann auch ganz cool ist, dass man so gemischte Mannschaften machen kann. Auch so kleine Turniere während des Trainings. Das motiviert dann noch ein bisschen mehr und spornt dann so ein bisschen an, auch gegen die Herren vielleicht mal zu gewinnen. genau. Und ansonsten ist das Training super abwechslungsreich. Wir gehen mal putten, mal chippen. Technik ist natürlich eher am Anfang des Jahres Thema, sodass wir auch mal im Trainerraum per Video trainieren. Gut, also in der Corona-Zeit war es natürlich recht eingeschränkt. Wir haben in der Zeit aber auch zu Hause trainiert und uns auf dem Balkon oder auf im Garten sozusagen Ziele aufgebaut und haben per Video sozusagen miteinander trainiert. Und jetzt, seit man wieder raus darf, gut, gibt es natürlich verschiedene Stationen auf Abstand. Letzte Woche waren wir auf dem Platz, also ja, Training trotz Corona ist auf jeden Fall möglich und es macht Spaß. Ist einfach nur was anderes. Innerhalb der Mannschaft oder unsere Mannschaftskapitänin hat organisiert, dass wir ein eigenes Matchplay starten. Das heißt, wir sind jetzt, glaube ich, 16 Damen, die an verschiedenen Terminen eben immer 1-gegen-1 spielen und der Gewinner spielt dann gegen den nächsten Gewinner. Und so lernt man natürlich auch die Damen weiter kennen und genau, kennt auch die Spielstärke der anderen Damen und ja, weiß, wer noch so im Club ist, der eine ähnliche Spielstärke hat. Und was mir besonders an dem Platz gefällt, ist eben die Natur, dass man halt, wenn man über die Bahn läuft, rechts und links immer irgendwelche Tiere sehen kann. Letzte Woche beim Training hatten wir ein Reh mitten auf der Bahn, dann ständig irgendwelche Raubvögel. Und da ich halt gern fotografiere, fällt mir das noch mehr auf. Und genau, Golf in der Natur ist einfach schön.